Hallo, willkommen zurück auf dem Fekete und Jetzi Channel. Heute freue ich mich ganz besonders, denn wie ihr seht, sind wir heute zu dritt. Bei uns zu Gast ist die Alex. Alex ist Partnerin bei unserer Schwesterfirma, der Simplex Development GmbH mit Sitz in Baden bei Wien. Das ist eine Firma, die für uns Produktentwicklung betreibt, unsere Coaching-Produkte, Coaching-Tools, aber auch in den Consulting-Bereich eine große Unterstützung ist. Alex ist hier maßgeblich für die Produktentwicklung verantwortlich, hat wirklich tolle Ideen. Und heute ist sie bei uns, um mit uns über ihre gerade zu Ende gegangene Reise nach Kolumbien zu sprechen und ihre Eindrücke zu schildern. Ich selber habe ja auch einmal mein Video gemacht zum Thema Standortveränderung, meine Reise von Frankfurt nach Venedig. Und Alex war jetzt etwas weiter weg. Wir sind sehr gespannt, was sie zu berichten hat. Außerdem bei mir unser Partner Ernst, Partner bei Fekete und Jetzi, gleichzeitig auch Geschäftsführer bei der Simplex Development. Und er sitzt heute hier mit auf meiner Seite sozusagen als Fragesteller und Interviewer. Und wir haben uns gemeinsam ein paar interessante Fragen ausgedacht, die wir der Alex gerne stellen möchten. Alex, ich darf die erste Frage stellen. Du warst jetzt schon seit längerer Zeit wieder in Kolumbien, in dem Land, in dem du einen guten Teil deiner Jugend auch verbracht hast. Was hat dich überrascht? Was war anders als erwartet? Ja, hallo zuerst. Ja, was mich eigentlich immer sehr positiv überrascht hat, ist, dass Bogotá, wo ich ja auch geboren worden bin und quasi auch meine Schule zu Ende gebracht habe, Bachillerato gemacht habe, sich doch auch sehr, sehr entwickelt hat. Und das hat mich ungemein gefreut. Hat mich aber auch super gefreut, dass die Besonderheiten von Kolumbien trotzdem erhalten geblieben sind, wie eine enorme Lebensfreude und ja, dieses ein bisschen magische Ambiente, das ich bei Kolumbien immer so gemocht habe. Da schließe ich gleich mal meine Frage an. Du bist jetzt schon auch so ein bisschen in die Richtung gegangen. Jetzt kommst du ja aus eurer Umgebung, auch dem sozialen Umfeld und aus dem kulturellen Umfeld Österreich, Wiener Großraum, in eine ganz andere gesellschaftliche Struktur, eine andere Kultur, auch wenn sie dir sehr vertraut ist. Aber wenn du jetzt überlegst, Österreich, was ja jetzt euer Zuhause ist, zu Kolumbien, was war für dich der größte Unterschied, oder sagst, okay, das war jetzt für mich eine große Herausforderung, weil ich hier nochmal mich neu adaptieren muss. Also, wenn ich da vor allem an meine Jugend zurückdenke, war das schon eine Riesenumstellung. Ich habe einfach gespürt, dass man dort vor allem am Anfang, wenn man halt noch gerade, keine Ahnung, 14, 15 ist, nicht die gleichen Freiheiten hat wie bei uns. Und das Ganze basiert natürlich leider Gottes auch auf dem, sage ich mal, auch Nachteil, den man in Kolumbien hat. Es ist natürlich ein viel unsichereres Land. Ja? Also bei uns ist alles sehr strukturiert, doch sehr geordnet. Es gibt Gesetze, die werden mehr oder weniger eingehalten. Das ist dort halt leider nicht so. Ja? Und gesellschaftlich zeigt sich das halt auch. Ich meine, du hast auf der einen Seite sicherlich große Freiheiten, ne? Weil bei uns halt alles sehr geregelt ist. Aber du hast eben in Kolumbien. Ja, dadurch, dass halt nicht so viele Regeln da sind, kannst du natürlich auch andere Sachen machen. Ne? Und das prägt schon meiner Ansicht nach auch stark die Kultur. Und für mich besonders war halt einfach wirklich diese Lebensfreude, die sie dort haben, immer etwas, was ausschlaggebend war. Und das ist noch immer da. Ja? Also, das ist, wenn ich dort mir einfach die Leute ansehe, die zum Teil ja auch wirklich viel ärmer sind. Also ich meine, dort klafft ja die Schere zwischen Reich und Arm auch noch viel mehr auseinander. Spüre ich trotzdem eine viel größere Freude am Leben, als das oftmals bei uns ist. Wenn du in der Straßenbahn sitzt, dann haben meistens alle eher so ein
Mundwinkel nach unten gezogen. Und dort ist es halt schon so, dass alleine schon durch die Farben, die du dann auch in der Natur siehst, aber auch einfach durch die Kultur an sich viel mehr Freude da ist am Leben. Ich kann mir das gut vorstellen, dass du tatsächlich auch aufgrund der Entfernung, es ist eine andere klimatische Region, kulturell, wirtschaftlich auch ein ganz anderes Setup, eine Herausforderung da bestehen. Und so wie ich dich verstehe, hast du da dich ja auch mit vielen anderen Situationen nochmal auseinandersetzen dürfen und müssen. Gleichzeitig stellt sich mir da die Frage, jetzt bist du wieder zurück, du warst jetzt einige Wochen dort, nimmst diese ganzen Eindrücke wieder mit. Ich sage wieder, weil du sie ja manchmal auch schon von früher kennst, jetzt vielleicht neu erlebt hast, neu erleben durftest. Inwiefern kannst du jetzt sagen, dass du nochmal neue Erkenntnisse gewonnen hast, neue Ideen vielleicht auch erhalten hast aus dieser Reise, die du jetzt für dich selber auch in dem Aufbau deines weiteren Lebensmodells gerne umsetzen möchtest? Inwiefern hast du konkrete Schritte jetzt aus der Reise abgeleitet oder sagst, das ist ein Impuls, den nehme ich mit und das möchte ich gerne für mich in der Zukunft umsetzen aufgrund dieser Reise und der Erfahrungen? Vielleicht nicht so viel Neue, aber eine absolute Bestärkung in meinem Vorhaben. Ich habe ja eigentlich so vor ein paar Jahren, gar nicht so viel, vielleicht eineinhalb Jahren oder einem Jahr, ehrlich gesagt, wirklich die Entscheidung getroffen, dass ich mein Leben komplett umstellen möchte. Und die Reise jetzt hat tatsächlich einfach auch noch einmal mich in diesen Schritt bestärkt, ja, weil ich gesehen habe, es gibt einfach ganz, ganz unterschiedliche Lebensmodelle. Ja? Und ich war sicherlich, wie viele andere, das ja auch sind, in meinem Berufsleben immer wieder in so einem Hamsterrad. Ja? Und klar, das war durch die verschiedenen Gegebenheiten, Lebensphasen gegeben, dass man natürlich auch für finanzielle Mittel sorgen muss und dass man Geld machen muss und dass man seine Miete zahlen muss oder irgendwelche Sachen, Verpflichtungen hat, ja. Aber man kommt dann ganz, ganz leicht in so ein Hamsterrad rein und das war ich halt sehr, sehr lange und habe dann aber vor einem Jahr beschlossen, das möchte ich so nicht mehr, ja. Es ist... wie gesagt, diese Lebensfreude, die man dort auch noch mal gesehen hat, einfach wirklich das Leben selber noch einmal so zu spüren, ja, von einer ganz anderen Perspektive her, ja, und da hat mir sicherlich eben Kolumbien auch noch mal extrem geholfen, weil du hast dann wirklich diesen Tapetenwechsel und kannst das Ganze von einer ganz anderen Seite betrachten. Und das war Kolumbien für mich, wie gesagt, noch mal eine Bestätigung, aber auch noch mal so ein richtiger Impuls, dass ich meinen Plan weiter fortsetzen möchte. Und der ist eigentlich schon relativ ausgereift. Das heißt, ich habe jetzt da nicht noch weitere Schritte zu planen, sondern ja, vielleicht eher nur, bin ja eher so ein ungeduldiger Mensch, noch mal ein bisschen mehr aufs Gaspedal zu stehen, damit ich die Dinge auch schneller umgesetzt bekomme, weil ich das einfach toll finde. Nun weiß ich, ja, dass du ein sehr, sehr reflektierter Mensch bist und sehr viel dich mit deinen Gedanken und Gefühlen und mit dir selbst auseinandersetzt in verschiedenen Situationen. Inwieweit hat diese Reise jetzt, diese Erfahrung wieder in Kolumbien, einen Einfluss auf deine Denkprozesse gehabt? Waren die da anders als hier? Naja, sehr viel anders nicht. Das ist... für mich selber, aber es hat mir einfach auch wieder gezeigt, was bei anderen Menschen so los sein kann. Ich war ja nicht nur in Kolumbien just for fun als Urlaubsreise, sondern da waren auch einige persönliche Anlässe dahinter, warum ich dorthin gegangen bin. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, mit vielen oder einigen unterschiedlichen Menschen zu sprechen und auch da einen Einblick zu gewinnen auf deren Lebensmodelle. Ja. Und ich habe einfach dann wieder festgestellt, weil so wie du gesagt hast, ja, ich bin ein sehr, sehr reflektierter Mensch, ein sehr strukturierter Mensch, glaube ich, dass das halt etwas ist, was ich bin und nicht jeder so tickt. Ja. Und habe aber gemerkt, dass wenn du den Leuten auch, sag ich mal, so ein bisschen Struktur in ihrer Reflexion und in ihrer Selbstbetrachtung gibst, dann kannst du ihnen damit auch wirklich helfen. Und das war sicherlich auch nochmal eine schöne Erkenntnis in Kolumbien mit ein paar Personen, mit denen ich sprechen konnte.
Wenn du jetzt so zurückblickst, welche Auswirkungen, Erkenntnisse hat diese Reise auf dich allgemein? Was hat sich verändert seitdem bei dir? Verändert. Es hat mir einfach noch einmal sehr, sehr viel Energie und Kraft gegeben, aus verschiedenen Gründen heraus. Einmal war es natürlich schön, wieder so einen Blick ein bisschen in die Vergangenheit richten zu können, die Straßen zu sehen, in denen ich als Jugendlicher herumgelaufen bin, Menschen zu treffen, die ich lange nicht gesehen habe. Dann hatte ich auch die Möglichkeit, ein bisschen raus aus Bogotá zu kommen und da wirklich auch das, was mir halt unheimlich viel Kraft gibt, in die Natur zu kommen. Ja? Und die Natur dort ist etwas Faszinierendes. Also ich glaube, das, was ich am meisten von Kolumbien mitgenommen habe, ist wirklich wieder neue Kraft geschöpft, einfach neue Eindrücke wieder gewonnen oder alte wieder zu beleben entfacht und dadurch sehr viel, wie gesagt, Kraft und Energie für mein Vorhaben mitgenommen zu haben. Wenn ich darf, Alex, ich würde dir einfach gern mal 4 Aussagen hinwerfen, recht allgemeine, und mich würde einfach mal interessieren, was du darüber denkst, ja, wenn du einverstanden bist. Ja, okay, let's try. Es sind auch wirklich kurze Aussagen. Die eine ist, die kennt man, Reisen bildet. Wenn man sich das auch so vornimmt, ja. Heißt also, man muss dafür auch ein bisschen was tun. Einfach nur mal in den Urlaub fahren, sich an den Strand zu legen, ist vielleicht noch nicht sehr, sehr bildungserhöhend, aber eine Chance. Die nächste Aussage, Reisen gibt einem neue Impulse und Ideen. Absolut, wenn man dafür offen ist. Ja, also du musst dich, wenn du auf Reisen gehst, tatsächlich so öffnen, dass du, keine Ahnung, also wenn ich jetzt ins Ausland reise und ich bestelle mir meinen Schnitzel mit Almdudler, ja, dann bin ich wirklich nicht der Kultur gegenüber offen, sondern sollte halt wirklich lokale Speisen probieren, sollte mit Locals auch einmal ein bisschen ins Gespräch kommen und dann kann ich, ja, und natürlich auch alle kulturellen Faktoren, sowohl von den Bauten etc., dann kannst du, glaube ich, unheimlich viel aus solchen Reisen mitnehmen. Wie sieht's aus mit der Aussage, die Veränderung des eigenen Standorts motiviert? Trifft auf mich auf jeden Fall 100% zu oder 150. Also ich bin ja auch, sag ich mal, sehr international unterwegs gewesen, wirklich von Kindesbeinen eben an. Und mir hat es auch immer, mir war es immer sehr wichtig, auch im beruflichen Leben, dass ich die Möglichkeit bekomme, mit anderen Kulturen und mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Also für mich persönlich ganz ein Muss, ja. Motiviert extrem. Was ich ja schon raushöre, ist, die Aussagen sind für dich grundsätzlich zutreffend, erfordern aber, damit sie eben auch, sag ich mal, diese von mir genannten Effekte haben, dass man sich proaktiv einbringt, dass man sich, sag ich mal, auch da selber dafür verantwortlich zeigt, also die Ownership übernimmt, um diese Ziele zu erreichen. Die Chancen sind da, mehr als zu Hause häufig, aber eben nicht, wenn man passiv ist, beziehungsweise auch nicht aus seinen eigenen Gewohnheiten ausbricht. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du in Kolumbien, in Bogotá sitzt und einen Schnitzel und Almdudler vor dir hast. Das ist mir doch schwer gefallen, aber ich will ja nicht ausschließen, dass auch das möglich ist. Letzte Aussage von meiner Seite mit der Bitte um Kommentierung. Das Eintauchen in andere Kulturräume hilft, sich und die eigene Situation zu reflektieren. Unbedingt. Also 100% d'accord. Es ist eben, sag ich mal, auch dieser Benchmark unserer Gesellschaft, der Gesellschaft dort, von mir persönlich, mit anderen Leuten dort, der einfach noch einmal zeigt, dass wenn du andere Perspektiven einnimmst auf Leben und Lebensmodelle,
ist das ein unheimlicher Profit für dich selber. Ja, also du kannst, also ich bin halt auch der Typ, ich lerne gerne von anderen Menschen und das eröffnet halt unheimlich den Horizont, hundertprozentig. Vielen Dank. Also diese Aussagen, das sind halt Aussagen, die mir tatsächlich auch am Herzen liegen. Das sind so meine Ziele, die ich verfolge, wenn ich auf Reisen bin. Ich bin ja auch recht viel unterwegs und ich habe halt für mich mal festgestellt, dass das Unterwegssein sehr, sehr bereichernd sein kann. Es ist natürlich auch anstrengend bis zu einem bestimmten Grad, aber es ist vor allen Dingen auch sehr bereichernd. Aber es ist genauso, wie du sagst. Man sollte schon in den Kontakt mit anderen Menschen treffen. Man sollte sich auf Neues einlassen und das Altbewährte auch durchaus mal hinterfragen. Und mir geht es häufig so, dass ich, wenn ich wiederkomme, einfach so viele Ideen habe, so viele Motivation auch neu geschöpft habe, Dinge zu verändern, Dinge voranzutreiben, neue Dinge aufzubauen. Dass es für mich zumindest immer eine sehr groß antreibende Kraft war. Und da hat es mich einfach mal interessiert, wie du das empfunden hast. Du jetzt, die ja noch mal etwas weiter weg war. Aber ich finde es einfach spannend, dass du grundsätzlich ja dem zustimmst und das für dich auch entdeckt hast. Aber eben auch noch mal betonst, was wichtig ist, damit das auch gelingt. Was du gesagt hast, Marco, was ich glaube, was also wirklich extrem wichtig ist, und das merke ich nicht nur bei mir selber, weil ich, wie gesagt, da auch immer sehr, sehr viel über mein Lebensmodell oder meine Entscheidungen nachdenke. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man erkennt, dass man auch was tun muss. Ja? Also ich muss aktiv natürlich offen sein für neue Kulturen, aber ich muss auch aktiv wenn ich etwas verändern möchte in meinem Leben, dafür was tun. Und mir fällt halt dann, und das ist mir dann in Kolumbien auch aufgefallen, dass das vielen Menschen unheimlich schwer fällt, ja, dass sie sich da wirklich einen Plan zurechtlegen, was muss ich denn alles verändern, wenn ich mein Leben umgestalten möchte, ja. Also ich muss aktiv offen sein, ich muss bereit sein zu lernen, ich muss bereit sein, auch was zu tun, ja. Und das ist nicht nur bei der Reise so, sondern natürlich noch 10-mal mehr, wenn es ums eigene Leben oder Change geht in meinem Leben. Ne? Auch nochmal schön, dass du es so betonst. Das ist ja auch ein Punkt, der auch bei unseren Coachings sehr stark im Mittelpunkt steht. Das Tun, nicht nur das Entwickeln von Ideen und die Definition von Zielen, das ist ein guter Anfang. Aber grundsätzlich ist es uns wichtig, dass unsere Coaches aus einem Coaching, aus einer Coaching-Sitzung herausgehen mit der Motivation, auch dem Plan, eine bestimmte Aktion zu tätigen, etwas zu tun, etwas zu verändern und Ergebnisse für sich zu produzieren. Das können mitunter ganz kleine Schritte sein, aber sie sind selber dafür verantwortlich und machen nach und nach immer mehr und mehr Fortschritt. Und wir haben da bisher sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Von daher auch nochmal danke, dass du das nochmal so betont hast, wie wichtig es ist, das Zepter des Handelns in die Hand zu nehmen und da so dieses viel bemühte Wort Ownership tatsächlich sich zu eigen zu machen. Wir haben ja aus den Gesprächen, die wir jetzt schon hatten, seit du wieder da bist, auch so den festen Vorsatz genommen, wir müssen das nochmal zusammen erleben, weil es für uns auch gemeinsam Kolumbien etwas ist, was ich aufgrund dessen, dass du deine Jugend da verbracht hast, auch unbedingt mal erleben möchte. Aber aus den ganzen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, wenn du zurückdenkst, hast du, wenn du sagst, die drei wesentlichen, größten Erkenntnisse für dich, die du daraus rausgezogen hast, die du dann auch danach umsetzen willst in neue Dinge. Was wären die? Drei, aus jetzt meiner letzten Reise meinst du? Aus der Reise jetzt, ja. Und dann, bevor wir vielleicht im nächsten Jahr oder wann auch immer mal zusammen so eine Reise machen werden da, weil ich das unbedingt ja auch kennenlernen will. Größten Erkenntnisse. Also wie gesagt, also wir müssen es erstens einmal wirklich umsetzen, weil ich glaube, dass dieses Land auch ein ganz besonderes Land ist. Ja, ich meine, du kannst überall irgendwelche Erfahrungen treffen in den Ländern, aber für mich ist Kolumbien jetzt nicht nur deshalb, weil ich dort war, sondern es ist wirklich so eine Art inspirierender, magischer Ort. Ja, und das ist für mich einfach auch noch einmal eine der wichtigsten Erkenntnisse gewesen, dass solche speziellen Kulturen und speziellen Plätze auf dieser Erde, ja, dich unheimlich inspirieren und auch, sag ich, persönlich und menschlich weiterbringen können, wenn du sowas erlebt hast. Ja. Für mich Kolumbien natürlich jetzt, dadurch, dass ich halt auch
dort zum Teil groß geworden bin, hat es mir einfach auch noch einmal gezeigt, ja, ich bin durch und durch Österreicher, ich liebe Österreich. Aber es ist halt dadurch, dass ich so eine prägende Phase in meiner Jugend dort verbracht habe, merke ich schon auch, dass ich ein bisschen was von dem aufgesaugt habe. Und es war einfach toll, jetzt noch einmal dort sein zu können, um sich wieder zu erinnern. Das hat einfach auch sehr, sehr viel eben mit dieser Lebensfreude, Lebenskraft, Einstellung zum Leben zu tun. Also das ist das Zweite von dort. Puh, jetzt muss ich nachdenken, was ist das Dritte? Ich will ja nicht banal sein, aber es ist einfach auch ein cooles Land, um von ganz verschiedenen Facetten kennenzulernen. Und das ist das, was ich gerne auch noch einmal machen möchte mit mehr Zeit. Ich war jetzt 14 Tage in Kolumbien und überwiegend halt in Bogotá und bin nur ein bisschen rausgekommen. Dieses Land hat so viel zu bieten, ja, kulturell, von der Mentalitäten her, ja, also du kannst Bogotá nicht mit den Costeños, mit denen, die an der Küste leben, vergleichen, ja. Du hast dort aber auch nochmal Städte, die noch höher in den Anden liegen. Du hast welche in den Savannen, du hast welche wirklich im Dschungel drinnen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich unbedingt nochmal mitnehmen möchte, weil ich glaube, dass du da noch mal ganz unterschiedliche Menschen, Typen, Kulturen, Modelle, wie Menschen wirklich glücklich leben können, kennenlernen kannst. Und das ist jetzt egal, ob das die vielleicht ein bisschen wohlhabendere Schicht ist. Du hast mittlerweile auch schon eine größere Mittelschicht. Du hast natürlich auch die ganz Armen. Aber es ist trotzdem ein ganz eigener Spirit, den du da auf den verschiedenen Fleckchen in Kolumbien treffen kannst. Ich glaube, das war jetzt sehr, sehr interessante Einblicke über dich, über deine Reise, auch über dieses faszinierende Land, worauf ich mich unheimlich freue, es kennenzulernen. Aber ich denke, für heute war das mal genug und auch wirklich ein sehr umfassender Einblick. Und danke dafür und danke für deine Offenheit, mit der du über deine Gefühle und deine Erkenntnisse und was in dir vorgeht, gesprochen hast. Gerne. Dem schließe ich mich auch noch kurz an und danke euch beiden, lieber Alex, lieber Ernst, dass wir einfach hier dieses Gespräch über deine Reise, Alex, und deine Eindrücke führen durften. Es knüpft an meinen Standortwechselbericht, den ich vorhin schon erwähnt habe, aber es soll auch vorbereiten auf ein oder zwei weitere Videos, die wir gemeinsam machen wollen, dann mit noch erheblich mehr Tiefgang, auch mit sehr starkem Coaching-Bezug. Hier aber erstmal nur so der Ausblick für euch, um auch Alex einmal kennenzulernen und auch schon mal etwas kolumbianische Videoluft schnuppern zu können in Vorbereitung auf das nächste und übernächste Video. Euch allen vielen Dank und alles Gute. Tschüss. Gerne, danke. Danke sehr. Ciao. Mich gefreut.